Die Preisübergabe ist in Kürze, aber zuvor haben wir noch die vierte Kategorie natürlich vor uns und das ist die Prosa in deutscher Sprache. Aus der Jury wird uns Herr Gernot Trager berichten. Prosen. Ofenbank. Da sitzt oder liegt einer auf einer Ofenbank, erinnert sich, richtet sich mühsam auf, richtet seinen Blick zugleich nach vorne und nach rückwärts. Mit wenigen Sätzen baut er eine Brücke aus der Gegenwart in die Vergangenheit, verbindet das Kartenspiel am Tisch mit seinem Puppenspiel auf seinen Reisen, verknüpft Politik mit Zaubertricks und Illusionen. Er denkt an die Kälte der Vergangenheit und zugleich an die Wärme, die jetzt seinen Rücken wärmt. Das Erste, was mir nach nur wenigen Sätzen auffällt, ist das Wort detailverliebt. Ein Wort, das sehr oft mit einem negativen Beigeschmack versehen wird, wenn man einen Text vielleicht nicht erklären kann, nicht verstanden hat, nicht weiß, worum es eigentlich geht. Dann sind Details einfach hilfreich, davon abzulenken. Vom Kern des Textes, von der Geschichte, vom Gewicht der Erzählung, von der Schwere der Worte und der Leichtigkeit, mit der sie dahergesagt und niedergeschrieben werden. Bei der Geschichte Ofenbank, und jetzt muss ich schon den Sieger erwähnen von Clemens Hofer, ist das Wort detailverliebt nicht im geringsten mit etwas Negativem behaftet, ganz im Gegenteil. Hier ist das Wort eine Auszeichnung, weil die beschriebenen Details keine Zierde sind, sondern zarte und liebevoll gezeichnete Wegweiser zu einer Geschichte und in eine Zeit, die für viele schon vergessen, für viele nur aus Erzählungen bekannt ist und für andere wieder gerne für immer aus der Erinnerung verbannt wurde. Dieser Text ist so gnadenlos einfach und zugleich raffiniert. Er liest sich einem von selbst vor und brennt sich dann fest, wie es die Erinnerungen mit dem Erzähler gemacht haben. Es wäre ungerecht, ein Zitat zu wählen, um meine Worte zu verdeutlichen. Ich wüsste nicht, wann ich mit dem Zitieren aufhören sollte. Ich kann nur hoffen, dass diese Geschichte bald schon in irgendeiner Form für alle zu lesen sein wird, damit man sich von der Wärme der Kacheln des Ofens in die Vergangenheit des Erzählers mitnehmen lassen kann. Ja, es geht um Puppentheater, um Papierfiguren, um Reisen und Wanderungen, um schöne und weniger schöne Zeiten, um Freundschaft und Misstrauen, um Widerstand und Aufstand, um Sabotage und Mitgefühl, um Sympathie und Hoffnung. Es geht um Maden im Speck, um Flugblätter, um nicht wissen wollen und doch wissen. Und es geht um das, was die Zeit mit uns allen macht, um Veränderung. Diese Geschichte verändert nicht die Welt, aber sie verändert alle, die diese Geschichte lesen können. Dafür bin ich dankbar. Dafür hat sich die Jury einstimmig für diesen Text als preiswürdig entschieden. Und dafür bedanke ich mich im Namen meiner Mitjurorinnen Daniela Kotzmuth und Gabriele Russwurm-Biro. Gratulation und viel Erfolg dem Autor Clemens Hofer. Und zur Vollständigkeit möchte ich noch die weiteren Autoren nennen, die in die engere Auswahl gekommen sind und nominiert wurden. Das waren Sigrune Schnabel, Wilhelm Kues, Elisabeth Hafner und Regina Klein. Dankeschön.